Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry. Ja, ich sehe schon gerade wieder hier, dass die schon wieder hier durch sind. Die kriegen gleich immer wieder eine Grabeaufgabe. Sonst sind die schon wieder unterbeschäftigt. Danach sollen sie sich wieder in den tiefen Sand begeben zum Ausgraben. Wir müssen schauen, dass unser Sand nicht wieder leer läuft. Die Anlage läuft jetzt hoffentlich auch. Und somit sollte der Nahrungsüberfluss auch wie bekloppt wieder funktionieren. Kupfer läuft noch. Und die Goldlager sind brechend voll. Was aber auch wiederum bedeutet, wir sollten dieses komische Ding machen können, ne? Das war gleich hier drunter, ne? Oder? Der Zentralrechner, der müsste jetzt für uns möglich sein zu bauen. Wo stelle ich den Zentralrechner hin? Ich glaube, der erste Zentralrechner wird mal hier platziert und den brauche ich auch mal schnell liefern. 8 Teraflops. Da kommt der Zentralrechner ins Spiel. Wie der Main Server in der Firma. Block für Block. Interessantes Gebäude. Ja, ja, interessant vom Aufbau her. Bedeutet, rein theoretisch könnten die ersten Produktionen bei mir robotisch ab sofort ablaufen. Jetzt ist die Frage, ist eine so eine... Oder gehen wir auf die Mikrochip-Produktion? Ich muss jetzt einfach mal kurz in die Forschung schauen, oder? Ich bin immer wieder ein bisschen... Wir haben die Mikrochip-Produktion. Wir haben dich. Dafür brauchen wir Elektronik 3. Da kriegen wir Mikrochip-Produktion 2. Dich können wir nicht machen, weil wir bis jetzt keinen Kernreaktorablauf haben, wirklich. Da kommt die Unterhaltung, Schiffswaffen noch. Mhm. Überhitzte Dampf, da kommt nochmal eine ganz neue Anlage hinzu. Interessant. Das Rechenzentrum kann ich nicht machen, weil mir Elektronik 3 fehlt. So, das ist Elektronik 2 und aus Elektronik 2 muss ich Elektronik 3 machen. Ich würde gerne da draus aber eine große Fabrik bauen in Zukunft. Lasst uns mal wieder hinten auf unsere große Freifläche gehen. Und nochmal kurz einmal durchkontrollieren. Alter. Dieses Bauprojekt. Ich weiß gar nicht, ob das bis zu Ende der Serie fertig wird. Das ist einfach so ein Megaprojekt. So. Also. Ich hätte gern da jetzt eine komplette Anlage. Elektronik. Fangen wir mal mit Elektronik 3 an. Das braucht einen Mikrochip und Elektronik 2. Wird in einer Montageanlage robotisch gemacht. Bedeutet, sagen wir, das sollte der Endoutput sein hier. Hier.
Leute, wir brauchen Mikrochips. Mikro Chips. Die brauchen Gold. Und Mikrochips Stufe 4B. Ah, jetzt fängt das wieder an. Ach du Himmelhilfe. 4B braucht Kunststoff, Kupfer und Mikrochips 4A. 4A? Das ist. Ja, ich könnte mir sicherlich das alles holen. Aber wo bleibt der Spaß dabei, dass ich jetzt schon durchdrehe? Also es gibt A, B und C immer. Silizium-Wafer. Säure, Wasser. Also ich denke, es ist immer relativ derselbe Ablauf. Kann es sein? Dann kommt eine Runde, wo das A mit Kupfer und Kunststoff zu B gemacht wird. Und mit B wird mit Gold dann der Chip C gemacht. Mit dem 1C-Chip wird dann wieder mit Säure und... Ich habe das Prinzip verstanden. Es ist immer wieder derselbe Ablauf. Immer wieder verfeinernd. Es verändert sich nicht mal der Zusatz. Also rein theoretisch könnte man bis zum Ende, wo dann der Mikrochip rauskommt, das gleiche machen. Sozusagen 4C ist in dem Fall der Mikrochip. Ich will jetzt nochmal überlegen, wenn man wirklich sagt, man macht es produktiv ist immer so ein schweres Wort in dem Fall, würde ich sagen. Wenn man es so macht, dass man... Es gibt, glaube ich, zwei Wege, wie wir verfahren können. Der günstige und der teure Weg. Und der platzsparende und der platzschluckende Weg. Das sind die zwei Varianten. Wahrscheinlich ist der platzsparende Weg der schlaue. Jetzt muss ich das Ganze wieder hier drin finden. Oh Gott, wo ist es? Hey, war das nicht in der Montage? War ich jetzt gerade dumm? Ah, Mikrochip-Maschine. Zum Glück ist das eine andere. Ah, und das hat seitlich den Zugang. Interesting. Bedeutet, man kann euch so koppeln. Ohne eine Schleife zu erzeugen. Das macht aus dem Silizium-Wafer die Stufe 1 Mikrochips. Das ist A, 1A, 1B, 1C. Das wäre jetzt also grundsätzlich die Variante, wie es Ding so läuft, es dann im Kreis. Und dann könnte man hier sagen, ich nehme jetzt hier hinten. Die Sache ist natürlich jetzt da dran. Das wird ein sehr stauiges System, denke ich. Flach. Ich würde das jetzt sogar so machen. Zu filternde Projekte. Und es sind ja immer eigentlich die C-Varianten. C, 1C, 2C und 3C. Macht drei Runden. Da wird A, B, C draus. Fährt zurück. Ich würde in dem Fall aber sogar ein Zwischenstückelager einbauen. Einfach for safety reasons. So. Dann sage ich zum Beispiel hier
wird 1C gelagert. Dann wird hier 2C gelagert. Und hier 3C. Das wäre dann so ein Kreislauf. Weißt du was? Wir nehmen jetzt hier auch dann flache Förderung in der Stufe 2. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier das dritte reingemacht habe. Das ist komplett unnötig. Es dürften eh nur die drei rauskommen. Gut, hier vorne kommt ein flacher Ausgleicher hin. Weil sozusagen von hier kommt das Silizium-Waver rein. Und ja, das ist jetzt wahrscheinlich wieder voll übertrieben. Aber ich kann einfach nur eine Steuerung machen, ne? Ich kann nicht sagen, der kommt zuerst, dann kommt der. Ah, goddammit, das geht so gar nicht. Dann kann ich die rein theoretisch auch auf Einbahn schmeißen. Jetzt werden hier Prioritätsstufen geil. Der Sinn dahinter ist nur, dass er sozusagen den Silizium-Waver immer nachzieht hinter den Kollegen. Ich will jetzt erstmal probieren, sozusagen, eine Reihenfolge zu machen, wo sozusagen, ich sage hier, das kriegt Priorität, da kommt das Silizium-Waver rein, der schickt es einmal durch und immer wieder, bis es ein Mikrochip ist, den schickt er dann nach vorne raus und der kommt dann hier in die Endmontage rein. Immer gleich viel raus, oder? 2, 2, genau. Aber das Einzige, wo ich viel brauche, sind Silizium-Waver. Da brauche ich doppelt so viel für. Und dann geht der Ausgang hier hin. Wahrscheinlich ist es schlau, wenn ich es auf die andere Seite dann schiebe, aber da sind die ganzen Zugänge, die ich brauche. Produziere ich eigentlich schon Kunststoff? Ich glaube nämlich gar nicht. Ich glaube, dass wir keinen Kunststoff bis jetzt produzieren. Brauchen wir nirgends Kunststoff bis jetzt? Ja, da brauchen wir nur Poly. Kunststoff mache ich aus Rohbenzin. Wait, das habe ich wohl jetzt sehe ich doch irgendwo sicher schon. Hier ist Benzin. Mache ich zu hier zu Rohbenzin, mache ich hier zu Kunststoff. Wusste ich doch, ich benutze das irgendwo. I knew it. Platz für die neue Produktionsstrecke sollte ja dann auch hoffentlich bald sein. Ich glaube, wenn ich wirklich verrückt bin, dann mache ich hier alles platt, eine riesige Fläche und baue hier eine niegelnagelneue Produktionsanlage auf und befülle die dann irgendwann. Aber hier haben wir zum Beispiel schon Gold, bedeutet rein theoretisch könnte ich hier eine riesige schöne Anlage hinsetzen. Und vielleicht hier ein bisschen Kunststoff abzwacken, weil hier produziere ich 48 pro Minute. Ich brauche nur 6 pro Minute. Bedeutet, habe ich 42 Überschuss. Wir müssen überlegen, ob wir das ein bisschen optimieren können. Zwischenlager einbauen. Was befüllt werden muss für die Anlage. Und der Rest wird hier in eine, nennen wir es, Produktionsstätte geliefert.
Ich müsste das Wasser um eins nach hinten versetzen. Dann könnte ich mit dir schon locker zwei zurück. Kriege ich das Wasser vielleicht auch? Das ist, führt hier unten zum Schlackeabtransport. Ich kann mir mindestens 1, 2, 3, ich denke mal 4 könnte ich sogar zurückmarschieren, ohne mir Probleme zu machen. So, das platzieren wir schnell. Wir bauen das jetzt hier ein bisschen um. Das sind halt einfach Optimierungsarbeiten. Die Anlage wurde irgendwann mal gebaut und jetzt ist sie veraltet. Wir fahren von hier nach hier. Das wäre schon mal ein guter Weg. Wie gesagt, man muss auch wieder dazu sagen, die Anlage ist natürlich entstanden, bevor es die Heber gab. Bedeutet, ich könnte, glaube ich, viel optimieren. Allein nur durch die neuen Systeme, die es mittlerweile gibt. Ich glaube, da gibt es viel Optimierungsbedarf. Schnell weg damit. Kurzen Ausfall sollten die aushalten können. So.
den Schornstein dran. Ich hätte gerne die Variante mit Rohbenzin. Und aus und aus. Anschluss dran. Dann reißen wir einmal kurz das Kabel hier ab. Und schnell entfernen. Dann machen wir ein Stücklager hier rein. Setzen das so. Machen das so. Dann brauchen wir einen flachen Ausgleicher. Der kriegt als Prio das hier. Und wir brauchen hier keine Stufe 3 Bänder, Leute. Das ist ein bisschen übertrieben. Ich bin für Stufe 2 Bänder. Das reicht vollkommen aus. Gut, und dann... Gut. Warum wollen immer alle gleich wohin fahren? Und da hier machen wir ein flaches Förderband 2. So, perfekt. Nur ein paar Optimierungen an der Leitung. Und wir haben die Plastikinvestitionen, die wir hier tätigen, direkt ins alte System eingebaut. Was ich jetzt wieder als Problem sehen könnte, ist Elektronik 2 hier zu verwenden. Aber das werden wir noch irgendwie herausfinden, wie wir das rein optimieren können. Aber wie viel brauchen wir am Ende? 3. 3, 3 macht 3. Ja, es ist alles nicht unbedingt immer einfach. Ihr habt schon wieder alles abgearbeitet. Lego Mio, seid ihr flott. Aber ihr braucht doch relativ viel. Ihr kommt mal hier alte Fläche wieder zu arbeiten. Der Sand ist immerhin schon voller, bedeutet, das haben wir jetzt nicht zu weit übersehen. Wasser haben wir zum Glück im relativen Überfluss. Und die restliche Anlage schaut sonst sehr optimiert aus. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Hier muss ich auch mal dann was anfangen wieder. Das Rückführungssystem ist noch nicht optimal, ganz ehrlich. Aber es war uns auch irgendwie von Anfang an klar. Optimal war das noch nie. Wir haben Golderzauflage und Erdauflage. Schicke Sache. Ihr baggert euch mal ein bisschen weiter einfach rein. Fürs Erste. Gut, 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 gut. Was soll ich hier eigentlich wieder rumstehen? Da habe ich gleich nur was verschoben, ne? Ich habe nur mal was verschoben. Gut, wenn ich da wirklich so mache, dann muss ich hier jede A-Variante BC 3A ging es über 3A drüber schon, oder? 4A. Und muss die dann dementsprechend einstellen. Dass 1 einfach
die niedrigste Stufe hat. 4, 3, 2, 1. Das ist der hier. Wir haben 1b, dann brauchen wir 2b, 3b, 4b. Die unterscheiden sich auch nur so minimal. Also sozusagen immer die höchste hat die höchste Priorität. So, das ist jetzt C. 2C. 3C. 4B und dann aus 4B wird mit golden Mikrochip. Du musst nach oben. Das wäre die richtige Einstellung in dem Fall. Alle natürlich wieder das hier aus. Das ist wieder kompletter Humbug. Komplett Humbug. Dann brauchen wir hier in diese. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich habe schon wieder die Zeit komplett übersehen. Ich habe es gefallen. Wenn ihr alles einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.